Bunte Farben, mitreißende Melodien, sportliche Höchstleistungen und große Spannung. Das war so die typische Formationsatmosphäre am Samstagabend in der Sporthalle in Köln, als die Zwischenrunde begann. In der Standarddisziplin zu diesem Zeitpunkt noch 5 Mannschaften im Wettbewerb. Zuerst auf dem Parkett der TC Allround Berlin mit seiner Trainerin Ariane Schießler, der dritte der letzten deutschen Meisterschaften. Die Farben, rosa, weiß und pink, dominieren. Und so insgesamt werden da verbraucht 40 Meter Spitze, 5000 Strasssteine, 300 Meter Chiffon und etwa 160 Meter Straußenfedern. Das ist das Vorspiel, das noch nicht gewertet wird. Die Wertungszeit, 4 Minuten und 30 Sekunden, beginnt mit einem Gongschlag. Das Motto, Intermezzo Italiana, mit bekannten Stimmen. Wenn Pavarotti dazu hören ist, dann klingt das wie eine Fanfare und treibt die Mannschaft nach vorn. Die Berliner greifen an. Sie wollen weiter nach vorn. Nach dem Vorspiel geht es dann gleich los mit einem Tango zu Lacher Bajazzo und später dann ein Quick zum Titel Mattinata. Thank you.
Formationen, liebe Zuschauer, leben vom Wechsel der Musik und vom Wechsel der Bewegungen und vom Wechsel der verschiedenen Bilder. Und die Höhepunkte, die technischen Schwierigkeiten sind dabei die Reihen, die Linien und die Diagonalen. Jetzt die Weltmeisterformation aus Braunschweig. Mit einer neuen Choreografie, Conquest of Paradise, Eroberung des Paradieses, Musik also weitgehend auf Vangelis abgestellt. Dazu gibt es keinen Gesang, es soll der Fantasie der Zuschauer freie Bahn gegeben werden. Sie können sich also hier hineinversetzen, ob das jetzt ein Blick ist, ein Ausblick in die Ferne, auf dem Meer oder ob später irgendwie der Wellenschlag, der ruhige oder aber auch der stürmische, zu spüren ist. Auf der Fahrt in die Ferne Richtung Paradies. Nicht gewertet wird dieses Vorspiel und auch später das Nachspiel nicht. Wie gesagt, exakt 4 Minuten und 30 Sekunden die reine Wertungszeit. Mit langsamen und Wiener Walzer beginnt es weich und schmeichelnd.
Und jetzt Astoria Tübingen mit dem gleichen Programm wie im Vorjahr. Cats nach dem Musical von Andrew Lloyd Webber. Und die Farben auch, wie im vergangenen Jahr schon. Wenn man mal auf Sizilien ist und in eine Zitronenplantage blickt, so im Sommer, dann hängen da die Früchte. Einige noch grün, andere schon limonfarben. Und das sind die Kostüme. Der Formation hier, Durchschnittsalter 26,5 Jahre. Und vierte der deutschen Meisterschaften 1994. Der Platz wurde geteilt mit Rot-Weiß Düsseldorf. 38 Sekunden, das Vorspiel. Und dann geht es los mit einer Art Käfig. Da sind die kleinen Katzen drin und das Erste ist, was sie tun, sie befreien sich. Jetzt ist der Käfig da und jetzt geht es los.
nach Astoria Tübingen, dann der erste Dezu Ludwigsburg. Mit einer neuen Geschichte, er versucht, Shakespeares der widerspenstigen Zähmung ein bisschen nachzuspielen zu populärer Musik. Wir kennen die Geschichte zwischen der störrischen, kratzbürstigen Katharina und ihrem späteren Ehemann Petruccio. Also am Anfang ein bisschen abtasten, ein bisschen werben, dann Streit und am Ende dann doch Übereinstimmung und gute Partnerschaft. »37 Sekunden, Conquest of Paradise von Vangelis als Vorspiel.« Und jetzt von Krieg eine Minute lang langsamer und Wiener Walzer, die Anfangsphase zwischen Katharina und Petruccio. Thank you.
Und jetzt die letzte Formation der Zwischenrunde. Rot-Weiß Düsseldorf. Musik. Stücke, die durch Fred Astaire, den ganz großen Tänzer, bekannt geworden sind. Düsseldorf, Vierter der letzten Meisterschaften. Und das ist der Auftakt. Da spielen die Männer die Hauptrolle. Dann kommen die Frauen hinzu und dann geht es mit dem Gong los zu Cheek Cheek. Die bekannte Melodie, später dann Only You. Mit Tango und mit Wiener Walzer und Slow Fox.
Mannschaften, nämlich Berlin und Braunschweig und Ludwigsburg, sehen wir im Finale wieder. Jetzt aber der Wechsel zu Latein-Disziplin. Und da zuerst auf dem Parkett der Titelverteidiger, der Weltmeister, TSG Bremerhaven. Mit einer Choreografie, die sich nennt Dance and Music, Tanz und Musik, Latein natürlich dabei gemeint, und weitgehend nur eine Musik von John Miles. Und hier das forsche Vorspiel, das soll gleich Eindruck machen, zeigen, wie der Weltmeister in Schwung ist. Das dauert so etwa 40 Sekunden und dann geht es los mit einer Rumba. Und später dann gleich in der folgenden Samba, da kommt dann die erste Schwierigkeit, eine Reihe. Und im Mittelpunkt dann eine Rumba mit den Pirouetten, wobei die Partnerinnen sich über 10-mal drehen, die sogenannten Lankenau-Pirouetten. Auf geht's, Bremerhaven. Music was my first love. Without my music, it'd be impossible to do. In this world of troubles, the music pulls me through.
aus der Hauptstadt, trainiert von Jürgen Zumholte. Das ist die Choreografie des Vorjahres. Die Rocky Horror Picture Show ist die Grundlage dieses bekannte, frivole Musical. I have something to say. Und da ist jetzt Cha-Cha und Samba, das Vorspiel. Da sieht man die eleganten weißen Franzenkleider mit goldener Spitze, auch vielen Strasssteinen, und die Herren in einem lichten, schwarz-männlichen Outfit. Und dann, nach dem Gongschlag, der Auftakt, nachdem die Männer mal umgeworfen werden mit einem flotten, eine halbe Minute dauernden Jive. So, und jetzt geht's los. I went away. All I
come again and stay. Smiling, that won't mean a day. I am going home. I am going home. Die Schlussrumba der Berliner, I am going home, sie gingen heim mit ihren Goldschätzchen. Jetzt Düsseldorf. Der Weltmeister von 1993, der deutsche Meister dieses Jahres, mit Broadway-Musicals, mit Broadway-Melodien. Und schon das Vorspiel macht deutlich, was die Düsseldorfer wollen. Das endet nämlich in dem Ausruf, yes, we can, ja, wir können es. We can.
Liebe Zuschauer, wir präsentieren eine Vielfalt unterschiedlicher Darstellungsmöglichkeiten. Jetzt kommt Aachen. Der Weltmeister von 1992, dritter der letzten deutschen Meisterschaften mit dem Thema Kiss. Es geht um den Kuss, dessen Geschichte ein bisschen dargestellt wird. Und es wird ein bisschen davon gesprochen. Wir beginnen mit einem Kuss. It started with a kiss. Und das zieht sich so durch. Die ganze Choreografie. Später kommt dann die Spinnenfrau dazu, die dann mal sagt, mein Kuss ist der Tod. Und es kommt auch ein Marilyn Monroe-Titel zum Zuge. Sie kennen ihn. I wanna be loved by you. Das wird umgedichtet in I wanna be kissed by you. Cha-cha und Samba dazu. Und später dann der Höhepunkt. Kiss me, honey, honey, kiss me. Cha-cha. Und da kommt eine technische Schwierigkeit, nämlich eine Längsreihe, ein Roundabout, der wandert. Also, genau hinsehen. Not now, not yet. Now.
kiss you. It's the kiss of death. Of the spider woman. In heaven, pain. You can run, you can scream, you can hide, but you cannot escape. Unter den etwa 4000 Zuschauern am Abend, am Nachmittag waren es 3000, große Anhängerschar der Aachener. Jetzt als letzte Formation in dieser Zwischenrunde der TC Ludwigsburg. Trainiert von Rainer Schönamsgruber, ein neuer Titel, König der Löwen. Da wird so die Geschichte erzählt von Simba. Es ist eine Anlehnung an den Film von Walt Disney, vom kleinen Simba, der ja König werden will und König werden muss. So ein bisschen das Auf und Ab. Und gleich im Vorspiel heißt es, sei vorbereitet, sei bereit, was alles auf dich zukommt. Und dann geht es los mit dem kleinen Simba, mit Samba, Jai von Samba. Ich will König werden. You won't get a sniff without me. Thank you.
getting there. Fort fine friend can never be found. But the sun rolling high through the Sapphire sky keeps trading small on the endless round. Die Ludwigsburger schieden aus, genauso wie die Berliner. Ins Finale kamen Bremerhaven, Düsseldorf und Aachen. Und die Ludwigsburger hatten ja auch so eine Farbe, flammend rot, leuchtendes Gelb, so wie der Sonnenuntergang manchmal am Kilimandscharo aussieht. Stimmt das denn, was die Herren und die Dame hier gesagt haben? Für Ludwigsburg Norman Beck, das Thema heißt der widerspenstigen Zähmung. Was sind die besonders positiven Merkmale? Ich denke, Herr Rauschenbach, wir haben mit der widerspenstigen Zähmung ein in sich schlüssiges Konzept geschaffen. Wir haben vier Stützpfeiler. Auf der einen Seite die Musik, die passende Choreografie. Wir haben ein hervorragendes Outfit und vor allem, worauf ich sehr stolz bin, wir haben eine Mannschaft, wo acht Paare tanzen, die wirklich ein hervorragendes Standardtanzen darbieten können. Wir haben mal geschaut, die internationale Spitze, das Standardtanzen geht immer mehr zur erhöhten Dynamik, Bewegungsweite, Bewegungsumfänge. Und unsere Tänzer haben es geschafft, durch akribische Arbeit genau dieses umzusetzen. Die Musik bietet eine Fülle an Möglichkeiten, die wir in der Choreografie auf den Punkt bringen konnten. Und all das zusammen, bin ich der Meinung, haben wir geschaffen mit dem Thema, um Dramatik, bisschen auch Witz und natürlich auch Spaß zu verbinden. Und ich denke, die bringen das sehr gut auf die Fläche. Also, das ist Riesenoptimismus. Hier haben wir dann Rüdiger Knaack, der Titelverteidiger mit Braunschweig. Und da heißt das Thema die Eroberung des Paradieses. Und da will er rein, da will er Ihnen den Weg versperren. Was sind Ihre positiven Merkmale, die Sie optimistisch erscheinen lassen? Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, die Idee von uns die gleiche. Wir versuchen, das Standardtanzen weiterzuentwickeln oder im Formationstanz eigentlich dahin zu bringen, wo es auch im Einzeltanzen ist. Und ich denke, es ist uns auch sehr gut gelungen, weil für uns ist Standardtanzen eben eine geschlossene Tanzhaltung. Für uns ist Standardtanzen eine sehr, sehr geschlossene Bewegung, auch das Formationstanzen. Und wir haben eben auch in der Musik, denke ich, den Vorteil bei uns, dass die Musik absolut durchlässig und homogen ist. Es gibt eigentlich kein, es ist absolut kein Stillstand da, was halt bei den anderen Formationen sichtbar ist. Und ist die Musik und auch das, was die Tänzer auf die Fläche bringen, lebt von Emotionen, von dem Gefühl, was eben auch im Standardtanz oder überhaupt im Tanzen sehr, sehr wichtig ist. Und von daher denke ich, dass wir mit dem, was wir machen, auf dem richtigen Wege sind. Ja. Also zwei, die unbedingt gewonnen haben wollen, haben wir schon. Bei Ariane Schießer, denke ich, geht es mehr darum, vielleicht Zweiter zu werden, denke ich. Oder wollen Sie schon ganz nach den Sternen greifen? Das Motto heißt bei Ihnen Intermezzo Italiana. Und was sind denn da die Höhepunkte? Also ich glaube, wir bieten dieses Jahr eine ganz geschlossene tänzerische Darbietung. Wir haben hundertprozentig gleichmäßige Drehgrade, was in anderen Mannschaften nicht so unbedingt der Fall ist. Wir haben ein ganz tolles Heben und Senken, wenn man darauf mal achtet. Es ist, als wenn die Mannschaft durch die Musik atmet. Und wir haben exakte Linien, eine super Diagonale, wie Sie vorher gesehen haben. Und wir haben dieses Jahr die tänzerische Qualität enorm verbessert. Wir haben viele neue Paare, Spitzenpaare aus Berlin dazu gewonnen. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, richtig anzugreifen. Und jetzt schauen wir mal. Zuerst auf dem Parkett der Titelverteidiger Braunschweig. Die kennen Sie schon, da ist Rüdiger Knaack ein bisschen ruhiger ist er, erst seit August verheiratet und er kriecht ein bisschen mehr in die Formation hinein, denn seine Frau, früher hieß sie Etta Bodenburg, die tanzt damit. Jetzt also die Eroberung des Paradieses. Thank you.
Braunschweig, das ist es. Da ist aus 16 Einzelteilen eine großartige Einheit geworden. Der Weg der Braunschweiger von den Individuen zum Individualismus und dann zur Institution. Klasse, Souveränität, Überlegenheit, so wie sich Champagner von Schaumwein unterscheidet. Der Weltmeister, der deutsche Meister, erscheint unschlagbar. Und was fällt auf? Braunschweig, auch Ludwigsburg, ganz fest auf der klassischen Grundlage. Ohne Mätzchen, ohne Firlefanz, ohne wilden Aktionismus, sondern hier wird die klassische Tanzform weiterentwickelt. Und da gibt es immer wieder mal das Gerede von einer neuen Lehre, von mehr Modernität. Aber das artet dann manchmal aus in unsaubere Linien und bringt eigentlich das Formationstanzen nicht voran. Das zweite positive Beispiel, Ludwigsburg. Mit der widerspenstigen Zähmung. Die Geschichte ist schwer rüberzubringen, aber hier gilt auch das, was manchmal in der Erzählerkunst gilt. Der Erzähler ist wichtiger als die Geschichte, die Tänzer sind wichtiger als das, was sie eigentlich rausbringen wollen. Und jetzt achten wir mal drauf, was Norman Beck gesagt hat. Saubere Linien, gut stehende Diagonale, das alles ist jetzt entscheidend. Die Wertungsrichter schauen zu. Thank you.
Das war schon klasse da, die Reihen, die Diagonalen und das Schlussbild hier. Sie ist unten und er triumphiert. Das mag manchen Mann hoffen lassen. Gute Technik und überzeugende Ausdrucksvermögen. Hier stimmt die Diagonale nicht ganz. Aber das zählt nicht mehr. Das ist außerhalb der Wertung. Was wird gewertet? Takt und rhythmische Gestaltung. Die Ausführung der Choreografie, also der Schwierigkeitsgrad, die Schwierigkeiten. Die tänzerische Leistung der einzelnen Paare. Die Harmonie und dann, ganz wichtig, die Durchgängigkeit der gesamten tänzerischen Darbietung, also der Fluss. Das muss bis zum Ende eine überzeugende Einheit sein. Und nicht bewertet werden nochmal Vorspiel und Nachspiel, die Aufmachung, die Musikauswahl. Viel Beifall für diese Formation, die ja mit Braunschweig auf einem Wege ist. Und jetzt All Round Berlin. Intermezzo Italiana. Und da werden Sie die Unterschiede schon sehen. Da ist mehr Aktionismus drin, unglaublich viel Feuer bei den Berlinern. Aber zuweilen geht das auf Kosten der Präzision. Zum Beispiel stimmen einige Male die Abstände zwischen den Paaren nicht. Aber mitreißend ist das Ganze schon, was Sie da bringen.
Das ist schon eindrucksvoll. Man sieht, wie diese Paare in sich hineinhorchen, wie sie mit eiserner Disziplin die vorgegebene Choreografie befolgen. Das alles ist die Krone sportlicher Schwerarbeit. Da werden so aus 16.000 Schweißtropfen eine Welle, eine Woge des Gefühls und des Ausdrucks. Und das alles ist dann eben das, was so gefällt. Getanzte Harmonie. Allotria, Berlin. Durchschnittsalter 21 Jahre. Und die Wertung. Eins. Zuerst zwei, für Braunschweig. Eins. Und das sind 8 eins, Einser und eins, eine 2. Eins. Eins. Also Braunschweig erwartungsgemäß wieder deutscher Meister. Und da hat der Rüdiger Knaack seine Edda im Arm. Die Plätze. Für die Formation mit der Startnummer 6, erster Tanz. Also Ludwigsburg. Ludwigsburg. Da ist eine 1 dabei. Da zwei, sind 1, 2 Dreier zwei, dabei, aber sonst zwei, nur Zweier. Drei, also ganz klare drei, Entscheidung. Zwei, Ludwigsburg auf drei. Dem zweiten Platz. Und da bleibt für nein, Berlin. Das heißt aber eine 2 und ja, eine das wird nochmal korrigiert. Da bleibt für Berlin dann eben nur der dritte Platz, aber da stecken dann auch 2 Zweier dabei. Das Norman und Dagmar Beck, die Trainer, nicht ganz zufrieden, die Ludwigsburger. Aber da kommt ja die Bundesliga runde. Da kann man nochmal zuschlagen. Und hier die Wertung für Berlin. 3, 3, 3, 3. Die ersten drei, beiden, also Braunschweig zwei, und Ludwigsburg, vertreten drei. Deutschland bei den Standard-Weltmeisterschaften im November in Stuttgart. Und hier das Endergebnis. 4. Düsseldorf, 5. Tübingen auf dem 6. Platz, gemeinsam Braunschweig B und Oberhausen auf dem 8. Platz, Blau-Gelb, Berlin. Vor dem Lateinfinale der gleiche Hinweis für Sie, liebe Zuschauer. Worauf sollten Sie achten? Hier ist Horst Beer, Trainer des Titelverteidigers Bremerhaven. Der Titel heißt Tanzen und Musik, Lateintanzen. Was sind da die Höhepunkte Ihrer Choreografie? Richtig ist, dass wir 80% unseres ganzen Trainings auf das gute Tanzen Wert gelegt haben, auf in Tanzhaltung tanzen, das typische lateinamerikanische Tanzen. Wir haben dann ein bisschen die Kontraste zwischen weichen und harten Musikteilen ausgesucht, die auch in dem Titel Music sehr deutlich sind. Und wir hoffen eigentlich mit diesem Kontrast, mit diesem Schwarz-Weiß-Zeichnen der Tänze eigentlich die richtige Mischung gefunden zu haben. Wir haben nicht so viel Wert auf Show-Effekte gelegt, die teilweise bei den anderen Mannschaften noch wieder überwiegen. Und ich glaube und ich hoffe, dass das Tanzen heute auch wieder die Entscheidung bringen wird. Ja, ein bisschen später kommt er, da wir näher kommen. Oliver Wessel-Terhorn, der Trainer von Düsseldorf. Und da heißt es ja Broadway Musical, so etwa der Titel. Wo sind die Höhepunkte in Ihrer Choreografie? Worauf sollen die Zuschauer achten? Ich denke, das wird für einen Laienzuschauer sehr schwer nachzuvollziehen sein. Ich habe also in den Tänzen Figurenmaterial eingebaut, wie ich es zurzeit also mit den deutschen Spitzenpaaren auch mache. Das heißt, wir haben also versucht, weitgehend darauf zu verzichten, mit Ausnahme der typischen Pflichtfiguren, die man macht, ein Roundabout, eine Pirouette, das ist einfach drin. Jede Mannschaft auf seine Art und Weise, jeder macht das auf ihre Weise. Aber das darf nicht im Vordergrund stehen, das ist einfach im Hintergrund. Das ist ein nettes Bonbonskern am Rand. Aber gewertet sollte werden eigentlich nach der tänzerischen Qualität der Tänzer und Tänzerinnen. Die beiden Herren sind also zuversichtlich. Jeder meint natürlich, wir können gewinnen. Sie meinen das auch, Petra Heiduck, Trainerin von Aachen. Der Titel heißt KISS. Und wo sind denn bei Ihnen Besonderheiten, die ins Auge fallen? Ja, also wenn ich meinen Vorrednern folgen darf, dass wir alle drei hervorragend lateinamerikanisch tanzen, ist gar keine Frage. Ich habe speziell sehr viel Wert eben halt auf das Paartanzen gelegt, auf wenig Einzelaktionen. Die Gags oder die Attraktion ist sicherlich unser wanderndes Längsreihen-Roundabout, was also sicher einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad auch hat. Und wir haben einen sehr interessanten Potstörer, in dem die Herren um die Damen herumgehen.
Das hat also bis jetzt auch noch niemand gemacht. Und ansonsten haben wir ja die berühmte Aachener wandernde Raute drin, die sich dann also zum Schluss auch dreht diesmal. Das sind so die Bonbons vielleicht fürs Auge. Aber wie gesagt, das hervorragende Tanzen, meine Tänzer sind alle aktiv in der A&S-Klasse. Das steht bei mir natürlich im Vordergrund. Die Auslosung hat wieder ergeben, wie schon in der Zwischenrunde. Bremerhaven muss zuerst raus. Und da sehen Sie auch mal die Herren im Mittelpunkt, die ja dann im ersten Drittel mit einem Jive eine atemberaubende Aktion bringen. John Miles ist die Musik und wie gesagt, Tanzen und Musik, das Bremerhavener Motto. Und es ist schön, wenn man das hier so sieht. Träume und tänzerische Fantasie beweisen ja, dass wir nicht so fest in unserer Haut eingeschlossen sind, sondern dass es da noch Bewegung gibt. Dass man da noch weiterreicht, dass man mal nach den Sternen greift. Zuversicht bei Bremerhaven, Zuversicht auch beim Trainer Horst Beer, der erst vor 8 Wochen Vater geworden ist mit seiner Andrea. Und die Kleine, die ist auch in Köln dabei und liegt im Hotel.
wunderbare Linien bei Paso Doble und Rumba und dann die Diagonale zum Samba mit Roundabout, das war schon perfekt. Und ich muss noch etwas nachtragen. Ich habe natürlich gesagt, der Horst Bär wäre Vater geworden. Natürlich ist er mit seiner Andrea, die ist Mutter geworden, beide sind Eltern geworden. Und die Kleine, Vanessa Caroline, die hat man mitgebracht, aber wie gesagt, sie wird betreut im Hotel. Und die beiden, Vater und Mutter, wollen in absehbarer Zeit schon wieder etwas Neues einstudieren. Das ist das Nachspiel, nochmal 48 Sekunden lang, aber wie gesagt, Sie wissen, das wird nicht gewertet. Und da ist er. Danke. Der Weltmeister. Das war die Start Nummer 4. Und jetzt kommt Düsseldorf. Broadway Musical. 1993 Weltmeister. Und im vergangenen Jahr Zweiter bei den deutschen Meisterschaften. Sie erinnern sich am Anfang gleich das wilde Vorspiel mit der kämpferischen Parole: Ja, wir können es. Ja, wir schaffen es. We can!
Düsseldorf und Oliver Wessel-Theohorn klatscht begeistert. Hier vorn sitzt er. Die Lage war vor diesem Finale so: Der deutsche Meister geht zur Weltmeisterschaft im Dezember nach Berlin. Und dann geht der Sieger der Bundesliga hin. Wenn also Bremerhaven gewinnt, und da die Bremerhavener gleichzeitig Erster der Bundesliga sind, käme dann der Zweite nach, und das wäre Düsseldorf. Also eigentlich schien alles zu laufen, Bremerhaven und Düsseldorf. Aachen konnte dann nur dazwischen funken, wenn es gewinnt. Wenn Aachen mit seiner Kür alles über den Haufen rennt, dann würde Aachen gehen und Bremerhaven, und die Düsseldorfer, die wären draußen. Vor der Wertung waren das so die Gedanken und die Rechnereien in der Sporthalle in Köln. Und jetzt kommen sie. Also Aachen mit dem Thema Kiss. Und Sie wissen ja, was ein Kuss ist. Das ist der Ausdruck eines Eindrucks durch Aufdruck mit Nachdruck. Na, man kann es auch anders sagen. Man kann sagen, ein Kuss ist das schönste Lippenbekenntnis, was es gibt. Aber hier wird jetzt nicht geküsst, hier wird getanzt. Und beachten wir dann, so in der Schlussphase im zweiten Drittel bei Cha-Cha-Cha und Samba, die große Längsreihe mit Raunde baut. Das heißt, da, wo der Partner seine Tänzerin mit einer Hand hält und sie um sich herum schlottert. Und das Ganze bewegt sich so 2-3 Meter. In eine Richtung. Das Vorspiel Cha-Cha-Cha war 54 Sekunden lang. Jetzt kommt die Wertungszeit. Soon I kiss you, but not now, not yet. A kiss, a sigh, still a sigh.
Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Besame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. Das war's doch. Die Roundabout-Variante, die klappte. Wir hatten gerade da an dieser Stelle Petra Heiduk eingeblendet, die immer gezittert hat, hat gesagt, geht das denn dreimal gut in der Vorrunde, in der Zwischenrunde, im Finale. Und es hat jedes Mal geklappt, diese Schwierigkeit bewegt zu machen und so etwa 3 Meter weiter zu versetzen. Also das war's schon. Naja, immer wenn Liebe, Melancholie, Probleme, Verzweiflung, Wünsche, Hoffnung und Freude, Lustiges im Tanzen sich widerspiegelt, dann ist das eben so, dass die bunte Palette des Lebens die Vorlage ist. Und da haben wir sie. Es ist gut gegangen. Danke. Das war die Startnummer 1, der Tanzsportclub Schwarz-Gelb. Aachen. 9 Wertungsrichter entscheiden jetzt. Oh, nicht mehr 7, sondern 9. 3. Bremerhaven. 3-mal die 1. 4-mal die 2. 2-mal die 3. Bremerhaven hat nicht gewonnen. Oder aber es bekommen alle 3-mal eine 1. Das ist ja auch möglich. 3-1er bei 9 Wertungsrichtern. Jeder kriegt 3-1, 3-2, 3-3. Und was wir dann machen, ja, das weiß ich auch noch nicht. Wenn das käme. Die Wertung für die Formation mit der Startnummer 6, Tanzsportclub Düsseldorf, Rot-Weiß. 7-mal die 3, 2-mal die 2. Ja, und damit ist alles entschieden. Hier, die Aachener jubeln. Ganz klar, sie haben überlegen gewonnen. Düsseldorf ist also Dritter, ist aus dem Rennen raus, kann nicht zur Weltmeisterschaft. Also Aachen und Bremerhaven gehen. Und jetzt kommt es. Was bleibt da übrig? 6-mal die 1 und 3-mal die 2. Die Sternenstunde von Düsseldorf lässt viele Regentage in Aachen vergessen. Jetzt sind sie wieder mit vorn dabei. Ein gutes Ergebnis. Und eine gute Meisterschaft hier, Aachen, Bremerhaven, Düsseldorf, dann Ludwigsburg vor Berlin, Dorsten und Aachen gleich auf dem 6. Platz und Langen am Ende. Ja, das war's dann. Tanzen, liebe Zuschauer, Sie wissen das, ist der Zucker im trockenen Kuchen des Alltags. Formationstanzen aber ist die Schlagsahne drauf. Ein Leckerli, das nicht dick macht, sondern schöne und spannende Sportunterhaltung ist. Und die sehen Sie am besten und am häufigsten bei uns im Deutschen Sportfernsehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ihr Hans-Joachim Rauschenbach.